Hallo, mein Name ist Theo Wember. Ich möchte hier kurz den Cornerstone Grundkurs beschreiben. Cornerstone ist das Ingenieurstool zur statistischen Analyse von Daten von Chemline und es steht im Wesentlichen unter dem Motto Datenanalyse leicht gemacht. Und dieser Kurs zeigt die Grundfunktionen von Cornerstone. Man kann diese Grundfunktionen im Wesentlichen in vier Schritte, vielleicht fünf Schritte aufteilen. Diese sind Datenbeschaffung, Datenbearbeitung, grafische Darstellung und statistische Analyse. Der genannte fünfte Schritt ist dann Reporting. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Der erste Schritt, Datenbeschaffung, ist die Frage, wie bekomme ich die Daten aus Datenbanksystemen, aus Excel-Dateien, aus Textdateien ins Cornerstone rein. Cornerstone macht da Datasets raus. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Datasets zu joinen oder wenn man viele Datensätze hat, die gleichzeitig einzulesen. Wenn Ihre Datenbank nichts taugt, Sie können es zu großen Teilen mit Cornerstone reparieren. Der zweite Punkt ist dann, wenn ich einen Datensatz habe, möglicherweise fehlen noch einige Informationen, die man wie in Excel durch berechnete Spalten oder durch Filter ersetzen oder eben auch ausfiltern kann. Der dritte Punkt sind dann statistische Analyse wird häufig durch Grafiken, durch vorgeschaltete Grafiken unterstützt und Cornerstone unterstützt in sehr effizienter Weise, nämlich mit wenig Grafiktypen ein breites Spektrum der grafischen Möglichkeiten, die es da gibt. Am Ende stehen statistische Analysen, Summary Statistics, Regressionsverfahren, Verteilungsanpassungen, Hauptkomponentenanalysen oder was auch immer. Der Kurs ist da selektiv ausgerichtet. Man kann da die meisten Funktionen überblicksmäßig zeigen. In der Regel läuft es dann darauf hinaus, dass man speziell, was Regressionsverfahren in Cornerstone angeht, tiefer anguckt, weil darin auch Varianzanalyseverfahren, T-Test, Gruppenvergleiche und andere Dinge integriert sind. Um zum Schluss zu kommen, es gibt dann auch noch Reporting und so die Idee steht dahinter, dass man das, was man hier an Objekten erzeugt hat, auch mehr oder weniger automatisch nach Word oder PowerPoint exportieren kann. Der Cornerstone-Kurs richtet sich an Ingenieure mit Datenanalyseaufgaben. Er ist mit vielen Übungen durchsetzt und zeigt, wie leicht man mit Cornerstone seine Daten durchpflügen kann.